Ey, Leute, hallo, hey, du bist aufgenommen. Ja, Mann, wir sind in der grünen Gang, Leute. Alle auf die Fahrzeuge, wir greifen die Lilanen an. Grüne Gang versus Lilane Gang. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, create a code für den Ripe. Ey, Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Und zurzeit passieren echt komische Dinge in GTA Online. Und zwar durch einen neuen TikTok-Hype haben Spieler angefangen, sich einfach grüne und lila eine Uniform anzuziehen und sich gegenseitig mit Baseballschlägern die Köpfe einzuschlagen. Da werden wir heute mitmachen und zwar werden wir heute in GTA Online der grünen Gang beitreten, weil ich finde die Farbe grün cooler. Und dann werden wir uns mit der lilanen Gang anlegen, Leute. Verbrüllt jetzt den Like-Button und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr wieder mehr GTA Online sehen wollt. Und ich würde sagen, da wir uns heute natürlich der grünen Gang anschließen werden, müssen wir uns natürlich erstmal den grünen Anzug anziehen und unser Auto natürlich auch grün färben. Ne? Nicht, dass wir hier noch gleich von der grünen Gang angegriffen werden, weil die irgendwie denken, wir sind der Feind von denen oder so, ne? Und schreibt mal in die Kommentare, was findet ihr cooler? Grün oder lila? In welche Gang würdet ihr gehen? So, Leute, erstmal ab ins Alice Customs. Leute, ihr wisst, Night Shark, absolut krankestes Auto überhaupt, ist aktuell weiß. Den müssen wir jetzt aber erstmal schön grün machen, damit wir da auch in der grünen Gang aufgenommen werden. Besten so ein Matt-Limettengrün oder so, irgendwas, was richtig... Oh mein Gott, Leute, das knallt ja richtig hier. Matt-Limettengrün, ab geht's, Leute. Drauf da. Natürlich die Sekundärfarbe müssen wir auch noch mattlimettengrün machen. Oh, Leute, also jetzt sehen wir schon aus wie einer von der grünen Gang. Reifen müssen wir natürlich auch noch machen. Zack, wollen wir es hier. Die Felgenfarbe muss natürlich auch noch limettengrün sein. Nicht, dass die sich hier angegriffen fühlen von uns oder so. Okay, das haben wir auch. Und, oh, Leute, ganz wichtig natürlich noch die Untergrundbeleuchtung. Auch limettengrün. Zack, ab geht's, Leute. Oh, shit, Leute, das sieht schon richtig gefährlich aus. In dem Night Shark sind wir natürlich auch zum Glück gut gepanzert. Aber was natürlich noch fehlt, ihr seht, wir haben noch nicht diese grüne Uniform an, Leute. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir die nicht tragen, werden wir Safe Call nicht aufgenommen. Auch wenn unser Auto jetzt schon so aussieht. So, Leute, jetzt erstmal ab ins Kleidungsgeschäft. So, hier ist das Kleidungsgeschäft. Und jetzt einfach noch diesen grünen Anzug anziehen. Und da muss ich auch einfach mal ganz kurz... Und da muss ich auch einfach mal kurz den Spielern von GTA einfach Props geben. Ich meine, das ist ein 7 Jahre altes Game und die Community ist einfach so nice, dass sich da jetzt einfach so ein Bandenkrieg entwickelt hat, Leute. So, und zwar gibt es diese Anzüge bei dem Arena Wars und dann auf Bodysuits. Und dann ist hier der grüne Anzug, Leute. Und hier, wie gesagt, gibt es auch diesen lilanen Anzug. Aber ich fühle irgendwie grün mehr, Leute. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr besser findet. Oh, shit. Und jetzt haben wir auch noch diesen grünen Anzug, Leute. Aber natürlich auch ganz wichtig ist bei diesem Gangkrieg in GTA 5, da dürfen keine Waffen verwendet werden, denn die verwenden wirklich nur diese... Ey, warte mal, da fährt jemand aus der grünen Gang da hinten. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr was? Wir fahren da jetzt direkt mal hinterher. Wir fahren den jetzt einfach mal direkt hinterher. Vielleicht führen die uns ja in das Lager von der grünen Gang. Und dann können wir uns ja mal bei denen bewerben. Ich hoffe, die nehmen uns auf. Wenn die uns nicht aufnehmen, dann gehen wir halt zu den Lilanen rüber, ne? Dann wechseln wir halt zur Konkurrenz. Ey, wo fahren die denn hin? Ey, Leute, Leute, ey, die fahren ja richtig schnell da vorne. Wir dürfen die nicht verlieren. Ey, Leute, hallo, hey. Ey, das sind welche aus der grünen Gang. Boah, was haben die denn für ein krank gepanzertes Auto? Hallo. Ey, ich will eurer Gang beitreten. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Schnell, schnell. Oh, die fahren richtig schnell, Leute. Ey, Leute, die müssen mich auf jeden Fall aufnehmen. Ich will mit denen gegen die Lilanen kämpfen. Ganz wichtig. Übrigens auch gerade aktuell, wer Bock hat, GTA kostenlos sich zu ziehen, Leute, im Epic Store. Jetzt an der Stelle no Werbung, ne? Also, oder schon Werbung, aber ich werde dafür nicht bezahlt. Aber im Epic Store gibt es GTA gerade kostenlos, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Leute. Ey, wo fahren die denn hin, Alter? Wir sind hier schon am Hafen. Grüne Gang, hallo. Die fahren doch bestimmt gerade in die Base von denen oder so. Egal, wir fahren einfach mal hinterher. Wir fahren einfach mal hinterher. Oh mein Gott, Digga. Hallo? Hallo? Ey, wir machen mal die Waffe weg. Nicht, dass die denken, hier, wir wollen die angreifen. Waffe weg. Hallo? Mach Waffe weg, Bruder. So, hallo? Wer ist hier der Boss? Bist du hier der Boss, der vor mir steht? Oh mein Gott, das hier der Boss von der grünen Gang. Wir sind hier mitten bei denen in der... Okay, okay, das hier ist der Boss. Hallo? Ist es möglich bei euch? Ich will in eure Gang kommen. Ich habe mir sogar schon den grünen Anzug geholt und mein Auto grün gemacht. Ey, Leute, ich habe gerade richtig Angst. Beweis dich! Ey, der Typ heißt Green Gang Boss. Er schreibt, beweise dich. Was meinst du denn mit beweisen? Was soll ich machen? Ich mache alles, aber ich will in die Gang kommen. So ohne weiteres kommst du hier nicht rein, sagt er. Ja, aber was muss ich denn tun? Die sind hier richtig gut ausgestattet, ne? Die Jungs haben hier krasse Fahrzeuge, gepanzert mit Waffen und so alles. Kämpft gegen die Purple Gang. Also gegen die lilane Gang. Ja, aber wie soll ich denn allein gegen die kämpfen, Bruder?
Alleine schaffe ich das doch nicht. Was soll ich denn genau machen? Oh, die haben Waffen rausgezogen. Die haben Waffen gezogen. Geh zum Golfplatz. Golfplatz. Okay, er meint, glaube ich, Golfplatz. Okay, zum Golfplatz. Ey, die haben hier sogar Leichen vorne drauf. Ich glaube, das sind welche aus der Lilan-Gang. Okay, ich soll zum Golfplatz gehen. Ja, und dann? Ist beim Golfplatz, ist da die Lilan-Gang? Ja. Aber ich kann es hier nicht gegen alle aufnehmen, alleine. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht gegen... Ich werde draufgehen, wenn ich versuche, gegen alle zu kämpfen. Töte sie. Oh, was? Du musst dich beweisen. Okay, ich werde alles geben, auch wenn ich dabei draufgehe. Aber ich will in die grüne Gang rein. Okay, ich werde losgehen. Green Gang Boss, keine Sorge, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde erst kommen, wenn ich die Lilanen ausgeschaltet habe. Ey, das ist ja ganz krank, was hier abgeht. Guck mal, hier stehen auch überall Wachen und so. Okay, wir müssen zum Golfplatz fahren, Leute. Wir gucken mal hier auf der Karte. Hier ist der Golfplatz. Hier soll die komplette lilane Gang sein. Aber ey, ich kann es nicht mit allen aufnehmen. Ich habe mir überlegt, ich werde vielleicht als Opfer, ich werde irgendwie ein Auto von den Lilanen klauen oder einen vielleicht umlegen und den ins Auto reinwerfen oder so. Also ein Opfer werde ich bringen, aber ich kann ja nicht die ganze Gang jetzt alleine ausschalten. Da brauche ich ja die Unterstützung von den Grünen. Aber aktuell helfen mir die ja noch nicht. Ey Leute, wenn ihr wollt, dass wir hier generell im Online-Modus mehr mit der Grünen Gang machen und mehr gegen die Lilanen kämpfen, ey, ich will hier mindestens 20.000 Likes auf dem Video sehen. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Okay, Leute, wir sind jetzt gleich am Golfplatz. Wir müssen das Ganze auf jeden Fall auch taktisch angehen. Ich kann ja da nicht einfach so reinrennen. Dann werde ich ja safe sterben, wenn da die ganze Gang von denen ist. Deswegen habe ich beschlossen, ich werde erstmal mit einer Sniper ein bisschen von weiter entfernt schauen, was da so abgeht und gucken, ob ich vielleicht mir einen vorknüpfen kann, sodass die anderen das gar nicht merken aus der Lila-Gang. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt am Golfplatz angekommen. Wir müssen jetzt mal gucken. Irgendwo brauche ich hier einen guten Spot, wo ich vielleicht schauen kann. Ich hoffe, die stehen jetzt hier noch nicht auf dem Parkplatz. Aber hier steht noch niemand. Ich brauche irgendeinen Spot, wo ich schauen, aus der Entfernung ein bisschen schauen kann, weil ich will nicht mitten in das Treffen von den Lilanen reinfahren. So. Okay, wir stellen uns mal kurz hier drauf. Nehmen mal die Sniper in die Hand und gucken mal, ob wir da irgend... Oh, warte mal! Leute, da ganz hinten entfernt, ganz weit entfernt sehe ich einen. Und was sind das da denn für komische Zacken da? Warte mal. Wir brauchen noch einen besseren Spot. Ich will da nicht einfach reinfahren, sonst werde ich safe draufgehen, Leute. Das dürfen wir nicht machen. Vielleicht können wir hier auf das Dach klettern. Okay, Leute, hier ist gut. Hier ist sehr gut. Wir klettern hier aufs Auto rauf. Und dann hier rauf. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Okay. Da ist die lilane Gang. Wir sehen die lilane Gang. Okay, das sind aber ganz schön viele. Das sind 1, 2, 3, 4... 5 sehe ich vielleicht noch einer hinterm Auto und die Gangfahrzeuge von ihnen auch ganz krank. Das Ding ist, wir müssen jetzt warten. Wir können uns nur einen alleine schnappen. Maximal zwei. Aber da jetzt reinrasen, das können wir nicht machen. Und einen anschießen, da werden die auch direkt zurückschießen. Das geht auch nicht, Leute. Deswegen, wir müssen jetzt vielleicht hier um die Ecke warten, bis einer weggefahren kommt. Und dann hängen wir uns an den dran und den werden wir uns dann schnappen. Okay, Leute, das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir schnappen uns unser Auto, warten hier um die Ecke und sobald einer rausgefahren kommt, schnappen wir uns den. So, Leute. Wir warten jetzt hier schon seit einigen Minuten, bis da mal einer weggefahren kommt. Oh mein Gott, da kommt einer. Okay, auf ihn. Oh, Leute, den schnappen wir uns. Wir brauchen sein Fahrzeug. Leute, wir brauchen unbedingt sein Fahrzeug. Wir müssen dem Green Gang Boss dieses lilane Fahrzeug bringen. Dann weiß er, dass wir es ernst meinen. So, komm. Der hat keine Chance mit seinem kleinen Buggy. Aber was für krank getunte Autos die auch haben. So, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Freundchen. Okay, der Idiot ist in der Sackgasse. Okay. Ey, der haut immer ab, Junge. Okay, warte, er fährt hoch. Oben ist er in der Klemme, Leute. Wir werden ihm den Weg absperren. Ich brauche sein Auto. Ich brauche nur sein Auto, dann werden wir in der grünen Gang angenommen. So, wo ist er? Okay, Leute, wir sind fast ganz oben. Er kann ja nirgends woanders hin. Ey, da ist er. Er steht da an der Kippe. Okay, Junge, beruhig dich. Ich will dich nicht abknallen. Ich will dich als Geisel nehmen. Beruhig dich. Oder weißt du was? Ich gebe dir eine Chance. Komm runter und wir klären das wie Männer mit Baseballschlägern. So, komm runter, Junge. Wir klären das jetzt hier wie Männer. Nimm deinen Baseballschläger. Jetzt knüppel ich dich weg, Junge. Komm her. 1 gegen 1. Komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, 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 oh. Ja, der Idiot schlägt daneben. Ha. So, Leute. Sehr gut. Den haben wir ausgenockt. Seine Gang hat auch nichts davon mitbekommen. Jetzt schnappen wir uns sein Fahrzeug und fahren damit zum Green Gang Boss, also zum Boss von der grünen Gang. Ey, was ist das auch für ein krankes Fahrzeug, was die hier haben? Und hoffentlich werden wir dann angenommen, Leute. So, meine Freunde, wir sind jetzt gleich bei der grünen Gang angekommen. Ich hoffe, der Green Gang Boss wird hier
unser Opfer anerkennen und uns in die Gang aufnehmen, Leute. Ey, das Fahrzeug von den Lilan ist aber auch ganz krank. Guck mal hier, so M16 an der Seite, eine Minigun vorne drauf. Hier irgendwie so Klingen an der Seite, diese Tentakel hinten drauf. Keine Ahnung, was bei denen abgeht. Die sind auf jeden Fall ganz verrückt, diese Lilan. So, Leute, jetzt sind wir hier gleich da und what the... Ey, was passiert hier? Hier in der Nähe von der Green Base, ey, das muss ich auf jeden Fall dem Green Gang Boss gleich mal erzählen. Ey, hier sind hier einfach ein paar tote Grüne liegen hier auf dem Boden und ein Fahrzeug von denen. Alter, hier haben Safety Lilan gerade angegriffen. Das muss ich ihm auf jeden Fall gleich erzählen. Aber Leute, wie gesagt, wir bringen jetzt erstmal dieses lilane Fahrzeug rüber. Das sieht halt hier auch echt ganz krank aus, dieses lilane Fahrzeug. Die sind echt die komplett Verrückten hier. M16 an der Seite, Minigun vorne drauf, alles, Leute. Okay, ich hoffe, die werden mich jetzt nicht direkt irgendwie anschießen, weil die denken, ich bin einer von den Lilan. Oh, okay. Oh mein Gott, wie viele sind hier. Hallo. Hey, ich bin einer von euch. Ich bin einer von den Grünen. Ich bringe euch hier ein Opfer. Ich habe einen von den Lilan abgezogen und das Fahrzeug geklaut von denen. Ich hoffe, das reicht, dass ihr mich aufnehmt in der Gang. Green Gang Boss. Oh mein Gott, okay, wir sind hier mitten bei der Green Gang. Mittendrin. Green Gang Boss, wenn dir das reicht. Boah, er zeigt drauf, Leute, er zeigt drauf. Boah, er macht's richtig spannend. Rech das aus. Du bist aufgenommen. Ja, Mann, wir sind in der grünen Gang, Leute. Aber Green Gang Boss, es freut mich natürlich, dass du mich aufgenommen hast, aber ich habe auch eine schlechte Nachricht für dich. Hier auf dem Weg hierher, ca. 700 Meter entfernt, habe ich ein Auto und drei grüne tote Gangmitglieder von dir gefunden. Ich glaube, die wurden überfallen von der lilanen Gang. Ich denke, das ist der richtige Zeitpunkt, um Rache zu nehmen. Der Krieg geht weiter, schreibt er. Was hältst du davon, wenn wir Rache nehmen? Lass uns die Lilan angreifen. Ich habe die gesehen, das sind nicht so viele. Am Golfplatz, das waren höchstens 10 Leute oder so. Lass sie abziehen. Lass sie angreifen gehen, Bruder. Okay, er ist dabei, Leute. Dann alle auf die Fahrzeuge. Alle auf die Fahrzeuge, wir greifen die Lilan an. Okay, Leute, der Angriff beginnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es wird ganz wild, Leute. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Grüne Gang versus lilane Gang. Wir greifen sie jetzt an. Wir sind so circa 10 Leute, greifen wir an. Ich glaube, die sind auch so circa 10. Und bei diesen Gang-Angriffen, Leute, in GTA 5, da dürfen nur Baseballschläger verwendet werden, ja? Das ist so ein bisschen so ein Community-Ding, ja? Irgendwie verwenden die nur Baseballschläger. Ich glaube, das ist auch cooler, weil sich da alle gegenseitig wegknüppeln. Okay, wir fahren zum Golfplatz. Der Angriff beginnt. Okay, Leute, wir sind jetzt hier am Golfplatz angekommen. Green Gang Boss, Auto abstellen. Stell Auto ab, Bruder, stell Auto ab. Warte, genau, lass hier... Oh mein Gott, ich sehe da hinten schon voll viel lilanes Zeug. Lass hier Autos abstellen. Lass hier Autos abstellen. Ich würde sagen, ab hier machen wir uns bereit, holen hier unsere Schläger raus. Wir holen hier die Knüppels raus. Und dann würde ich sagen, checken wir erstmal aus, wie viele davon wirklich stehen. Komm mal mit, grüne Gang. Alle mir nach. Ich hab einen Plan. Ich werde erstmal kurz mit der Sniper schauen, wie viele da wirklich stehen. Weil wir sind jetzt gerade zu... Wie viel? Zu fünft oder so sind wir? Das ist gar nicht mal so viele... wie viele hier gerade unterwegs sind. Nächstes Mal sollten wir mit mehr Leuten angreifen, aber egal. Mal gucken, vielleicht reicht es ja fürs Erste. Oh nein, nein, ich will hier aufs Dach kommen. Okay, sehr gut. Wir sind auf dem Dach. Oh mein Gott, Leute, ihr seht da hinten schon richtig viel Lilan. Oh mein Gott, okay, hier steht einer außerhalb. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, das sind safe mehr. Ey, wir sind in der Unterzahl. Wir sind in der Unterzahl. Da liegen auch ein paar tot rum. Ich weiß nicht, ob die geopfert haben oder so. Keine Ahnung, was da abgeht bei denen. Aber da ist die lilane Gang. Leute, Green Gang, seid ihr bereit? Green Gang Boss, schreibt mir auch nochmal was hier in den Live-Chat rein. Bist du auch bereit? Sollen wir die Paul Berger angreifen? Ja! Okay, dann würde ich sagen. Ey, ihr Idioten, wir greifen hier nur mit Baseballschlägern an, nicht mit Pistolen. Ja, genau, er hat es schon gecheckt. Mach mal hier alle Baseballschläger raus. So läuft das hier nicht mit dem Gangkrieg. Ne? Man benutzt hier nur Baseballschläger dafür. Oh, der Paul Berger hat es auch kapiert. Ah ja, besser ist es, dann geht's doch. Okay, Bruder, dann würde ich sagen, wir laufen langsam auf sie. Lass langsam loslaufen. Oh mein Gott. Grüne Gang versus lilane Gang. Oh shit. Okay. Anschleichen, Leute. Geduckt laufen. Komm, alle. Wir schleichen uns an. Das ist gut. Wir schleichen uns an. Okay, da vorne sind sie. Es ist dunkel. Okay, unsere Anzüge leuchten. Das bringt nicht viel. Aber egal. Okay, Bruder, komm. Leute, da steht einer alleine. Ich würde sagen, wir knüppeln erst ihn alleine weg da vorne. Seid ihr? 3, 2, 1. Und dann würde ich sagen, Angriff. Komm, wir greifen zuerst den an, der hier alleine steht. Angriff, grüne Gang, Angriff, ja, Mann. Bam, weg mit dem Idiot. Okay, der eine, ey, Bruder, was habe ich dir gesagt? Was habe ich dir gesagt? Nur mit Baseballschläger. Ey, die rennen weg. Ey, ihr werdet nicht entkommen von uns. Alle auf sie mit Gebrüll. Oh mein Gott, Leute, wie nice ist das? Oh mein Gott, Attacke, ey, ihr könnt nicht wegrennen. Ihr könnt hier, okay, da kommt einer, komm.
Komm, der gehört mir. Der Typ hier, der gehört mir. Bruder, du musst nicht wegrennen. Es gibt hier keinen Kommen. Es gibt nur die grüne Gang hier. Ja. So, let's go, let's go. Okay, die da hinten haben die schon alle umgeknüppelt oder was? Bruder, okay, hier ist ein Lilaner, der am Boden liegt. Jeder Lilane, der am Boden liegt, ist ein Win für die grünen Leute. Sind die alle weg oder was? Sind die alle abgehauen, die Opfer? Das sind ja richtige Angsthasen, die Lilanen. Oh shit, Leute, Alter, was hier passiert? Guck mal, wie viele hier einfach down sind. Aber das Problem ist, ich habe gehört, die Lilanen haben Unterstützung noch gefordert. Oh shit, okay, da vorne rennt auch schon einer. Da vorne rennt einer. Ach du Kacke, die denken sich jetzt wahrscheinlich, ey, die Grünen waren hier in unserem Territorium. Oh, da steht auch noch einer. Ey, wie soll ich hier lebend rauskommen, Leute? Die haben mich, glaube ich, umstellt. Also den einen da vorne, den kann ich easy alleine noch ausschalten. Den hier zum Beispiel, den hole ich mir noch alleine. So, komm her, Digga. Zack. Weg mit dem. Okay, aber hier stehen noch mehr. Ey, wisst ihr was, ich nehme jetzt hier einfach die Knarre raus. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das sind zu viele! Oh nein, oh ey, die schießen auch alle auf mich! Ey, hä? Die schießen sich alle gegenseitig ab, die sind ja ganz verrückt! Okay, Leute, mir ist das hier zu krank, ich hau ab, Leute, ich versuche mich jetzt hier zu verstecken. Leute, ich würde einfach mal behaupten, wenn es euch gefallen hat, lasst jetzt mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir weitermachen sollen mit der grünen Gang. Ich versuche jetzt hier einfach lebend davon zu kommen, ey, die schießen sich gegenseitig ab, die Idioten. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax.